Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, dieses Mal mit einem bisschen was anderes und was anderem. Und zwar hat mir jemand, der wohl meinen Kanal gefunden hat, scheinbar eine Nachricht geschrieben, in der er gesagt hat, hey, ich programmiere eine Weile, jetzt habe ich ein bisschen was fertig gekriegt, könntest du das mal ausprobieren? Kurzfassung. Und ich dachte, ja gut, kannst du machen, hast ja gerade sowieso nicht sonderlich viel zu tun. Und ja, deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal in Videoform. Es ist ziemlich spontan, das Ganze hier. Und ja, gehen wir erstmal auf die Download-Seite. Und zwar ist das liquidmagic.de.tl, meine ich. Ja, okay, ist das passende. Und dann gehen wir hier auf Programme und sehen da schon 2D-Adventure oder 2D-Adventure. Sehen wir also schon mal, hey, das scheint ein 2D-Spiel zu sein, wie es hier aussieht, ein Jump-and-Run-Spiel. Mit viereckigen Teilen und einem schwarz-weißen Männchen, okay. Schauen wir uns das auf jeden Fall nochmal an. Dann haben wir hier Alpha 04, Alpha 07, Alpha 08, Alpha 09, Alpha 1.0. Moment, ich glaube, mir wurde eine andere Download-Seite zugeschickt. Und zwar, ja gut, das sieht doch eher nach dem aus, was mir zugeschickt wurde. Und zwar dann halt hier einfach nur unter Programme. Dann also Tipp an erster Stelle, vielleicht hier auch, falls das nicht schon da ist und ich es einfach übersehe, vielleicht auch einfach einen Download-Link reintun, weil, ja, das ist halt der Punkt, wo man das, denke ich, erwarten würde. Aber gut, das soll ja eigentlich um das Spiel an sich gehen. Dann würde ich hier einfach mal Portable nehmen, weil das, wo nicht Portable dran steht, scheint man installieren zu müssen. Da habe ich keine Lust drauf. Vor allem, weil ich das ja noch gar nicht wirklich kenne. Download, dann hat sich jetzt ein Fenster geöffnet. So, das war Werbung, das liegt aber nicht am Spiel, sondern vermutlich an der Download-Seite. Und dann haben wir hier einen schönen ZIP-Ordner. Einfach mal auf OK drücken, dann runterladen. Und dann hier alles extrahieren auf den Desktop. Mache ich das mal. Desktop. So. Und dann können wir auch gleich schon direkt mit dem Spiel starten. Mache ich mal die ganzen anderen Fenster hier zu. Und wir haben hier dann 2DAdventure.exe. Klicken wir mal drauf. Dann der Computer wurde durch Windows geschützt. Ja gut, trotzdem ausführen passt schon. Und ich sehe, das Fenster ist ein bisschen zu groß für mein Aufnahmesetup, wenn man so will. Ich kann das Fenster dummerweise auch nicht größer oder kleiner stellen. Das wäre ganz praktisch gewesen. Aber gut, hier unten links steht quasi auch im Moment gerade nichts Wichtiges, also vielleicht geht es hier jetzt so. Hier steht halt wichtig Alpha-Status und dann noch Copyrights. Kann ich jetzt gerade nicht genau lesen. Maximilian Imsieke, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, auch bekannt als Liquid Magic, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier die ganzen Menüpunkte durch. Hier können wir bei Quit Game das Spiel beenden. Was eine Überraschung. Ich denke mal, das funktioniert auch. Ich probiere es trotzdem einmal aus. Okay, funktioniert. Das Spiel startet auf jeden Fall scheinbar immer in der Mitte. Auch interessant zu wissen. Optionen. Ein schönes Klickgeräusch auf jeden Fall. Jetzt können wir hier wohl einmal die Lautstärke einstellen. Wie laut ist denn gerade? Okay, also die Lautstärke stellt man scheinbar relativ schnell ein. Es ist auf jeden Fall echt schwierig, hier eine Stufe runterzugehen. Und ich höre jetzt auch, ja, bei 0 ist, glaube ich, genauso laut wie bei 50. Ich hoffe mal, man hört mich jetzt überhaupt noch, während das hier am Klickern ist. Da hätte ich auf jeden Fall noch einen Verbesserungsvorschlag. Und zwar einmal von dem Feedback sozusagen her. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn man schon hier das Audio einstellt, wenn man dann hören würde, wie laut oder leise es gerade ist. Weil,
wenn es bei 0 genauso laut ist wie bei 50, dann ist das für mich persönlich zumindest ein bisschen verwirrend. Aber, um nicht zu viel zu meckern hier am Rande, nettes Detail, dass immer die Sachen hier recht schön erklärt werden, die nicht gerade beenden oder zurückgehen sind. Gut. Tutorial gucken wir uns später an, wenn wir durch den Rest durch sind. Ja gut. Später wäre dann also wohl jetzt. Machen wir also mal Tutorial. Ammo 16. Also willkommen beim Tutorial. Hier wirst du alle wichtigen Sachen über 2D-Adventure lernen. Erst werden wir ein bisschen laufen. Man kann also A oder D drücken, scheint also mit WASD gesteuert zu werden. Drücke ich einfach mal D und dann dürfte ich ja nach rechts laufen. Und ich soll zu der Wand gehen, okay. Ich mache jetzt einfach mal kurz nicht das, was das Tutorial sagt und probiere mit den Pfeiltasten zu laufen. Okay, das geht scheinbar nicht. Vielleicht geht es mit dem Zahlenpad, nein, okay. Also scheinbar wirklich ein pures WASD-Spiel. Ist ja auch auf keinen Fall schlimm. Also gut gemacht. Ja gut, man ist direkt ein Profispieler scheinbar. Jetzt können wir hüpfen. Man kann W drücken zum Hüpfen. Also wenn man hüpfen will, kann man W drücken. Ja gut, besser zweimal als einmal zu wenig. Und D oder A, also links oder rechts laufen zur selben Zeit. Also hier wird also im Grunde die Jump-and-Run-Mechanik, wenn man so will, erklärt. Man kann also hüpfen. Man hört einen schönen Ton dabei. Yay. Was ich mich gerade frage, kann man auch mit Leertaste hüpfen? Ja, tatsächlich. Okay, dann hüpfen wir mal über die Wand. Und das Tutorial geht nicht weiter. Laufe ich einfach mal. Okay. Man muss also scheinbar, damit das Tutorial weitergeht, diese Sammelteile oder Checkpoints oder was auch immer das am Ende sind, aktivieren. Und scheinbar ist immer der, wo man gerade war oder wo man gerade ist im Tutorial, grau und der, wo man davor war, ist dann wieder blau, sieht man hier klein am Rand. Und ja, haben wir also scheinbar gut gemacht. Ja, das Spiel ist nicht nur ein Jump-and-Run-Spiel, okay. Du kannst auch Waffen und Gegner sehen. Hier ist einer davon. Versuch, über die Stacheln zu laufen. Okay. Über die Stacheln zu springen. Entschuldigung. Also, laufen wir mal in die Stacheln. Und wir sehen eine liebliche Animation. Scheinbar sind diese Teile hier wirklich Checkpoints. Die Animation sieht ein, wenn ich ehrlich bin, sieht sie ein bisschen, wie beschreibt man das am besten? Also man sieht ja, das ganze Spiel hier ist eher pixelig gehalten, auch die Figur. Und diese Animation, ich weiß nicht, ob man das sieht, ist ziemlich wenig verpixelt. Ich weiß nicht ganz genau, inwiefern das zu dem Spielstil passt. Aber es ist mir halt gerade so aufgefallen. Versuchen wir mal, auf den Stacheln zu landen. Yay, sterben wir auch bei. Ich sehe hier auch gerade gar keine Lebensanzeige oder so, also scheinbar hat man unendlich viele Versuche und startet immer beim Checkpoint neu. Ich kann ja gerade mal probieren, diesen Checkpoint hier anzuschalten und dann den hier nicht, wo ich dann starten würde. Okay, dann starte ich wieder ganz vorne. Wollte ich nur mal ausprobieren. Und der Checkpoint-Ton ist ein bisschen fiepsig, wenn man so will. Für mich zumindest. Aber gut, hüpfen wir endlich mal über die Stacheln. Und dann sehen wir, dass Stacheln scheinbar nicht der einzige Gegner sind. Und mir geht der Text gerade ein bisschen zu langsam. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ich habe gerade einmal geklickt, das heißt, da schießt man scheinbar mit. So wie sich das angehört hat. Yep. Also eine Sache, die vielleicht noch nett wäre, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt,
oder falls es schon eine gibt, dass man da auch darauf hingewiesen wird, dieses Tutorial hier ein bisschen schneller quasi durchlaufen zu lassen. Ich meine, dieser Effekt, dass der Text so reingeschrieben wird sozusagen, ist auf jeden Fall nett. Also ist ein schönes Detail. Aber wenn man es dann mal eilig hat sozusagen, beziehungsweise schon weitergelesen hat, dann will man vielleicht nicht die ganze Zeit warten. Aber gut, jetzt können wir ja lesen. Stacheln sind nicht der einzige Gegner oder der einzige Feind. Hier ist der nächste. Wenn du diese Platten berührst, werden die Stacheln drüber losgelassen, also scheinbar runterfallen. Also soll man probieren, über die Stacheln, über die Platten zu laufen. Ich nehme an, das hier sind die Stacheln. Kann man da reinhüpfen? Nein, kann man nicht. Okay, dann laufe ich mal auf die Stacheln. Auf die Platten meine ich. Und ich sehe, der Effekt mit den Stacheln, die runterfallen, passiert schon, wenn man ein bisschen vor der Platte ist. Das ist auch eine interessante Sache. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ganz so optimal ist. Aber wenn man ehrlich ist, achtet da vermutlich auch keiner drauf. Sondern eher ich, weil ich solche Probleme schon aus eigenen Spielen kenne. Gut. Ich finde es interessant, dass diese Stacheln hier, dass man die hier oben dann gar nicht sieht. Also, das hier sind dann scheinbar nicht die Stacheln, sondern die ploppen dann sozusagen einfach da rein. Kann man auch irgendwie Pause drücken? Ich probiere mal gleich Escape zu drücken. Okay, dann fällt das also gleichzeitig runter. Gut. Auf jeden Fall scheinen die Stacheln einfach rein zu ploppen. Und ich weiß nicht, inwiefern das so allzu schön ist. Es funktioniert auf jeden Fall. Das ist schon mal positiv anzumerken. Aber ich denke mal, die unteren Stacheln, also dass da Stacheln da sind, das sollte schon hier unten zu sehen sein. Weil sonst fragt man sich, sind das da die Stacheln? Die sahen doch gerade anders aus. Habe ich ja gerade auch gemacht. Also, ich denke mal, man weiß, worauf ich hinaus will. Und noch ein nettes Detail. Scheinbar haben die an beiden Seiten Stacheln. Das bedeutet entweder, man hatte keine Lust, sich irgendwas Spezielles für oben auszudenken. Oder es gibt später noch welche, die sozusagen nach oben fliegen. Das wären beides meiner Meinung nach sinnvolle Möglichkeiten. Landen wir mal auf dem zweiten Schalter. Okay, passiert auch das Gleiche. Aber scheinbar hat es als geschafft gezählt. Okay, dann machen wir mal weiter. Das ist nur Lava, wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Rennen wir mal rein. Sollte man übrigens in echt nicht machen, wer hätte es gedacht. Und hier auch wieder gleiches Spiel, können wir rüberhüpfen und sind dann weiter. Dann haben wir scheinbar einen Aufzug. Dieses Ding hier nehme ich an. Was eine schön weiße Umrandung hat, die nicht unbedingt zu der Mauer passt. Aber das, man sieht auf jeden Fall, das ist eine gute Sache, dass da irgendwas Besonderes ist. Also ich denke mal, auch ohne das Tutorial hier, würde man verstehen, dass man damit irgendwas machen soll. Weil es einfach von der ganzen Aufmachung her irgendwie ein wenig heraussticht. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber für mich wirkt es so. Stehen wir mal drauf, dann fahren wir nach oben und wenn wir nach unten wieder gehen, wusch, dann fährt er ganz langsam nach unten. Was passiert, wenn wir so drauflaufen? Okay, geht nicht. Also das ist scheinbar ein solider Block. Können wir hier drunter? Yep. Was passiert, wenn der jetzt kommt? Okay, ich habe mich hier eingesperrt. Ja. Ist bestimmt total normales Spielerverhalten. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Gibt es irgendwie einen Reset-Knopf? Ich probiere mal R zu drücken. Oh, Q kann man drücken. Das bedeutet, mit Q kann man scheinbar wieder das Level von vorne starten. Sehe ich das gerade richtig? Zumindest beim Tutorial. Okay, spielen wir das einfach mal weiter. Wir kennen es ja jetzt alles schon. Auf jeden Fall, gute Sache. Es gibt eine Möglichkeit, das Level neu zu starten. Das bedeutet, man muss nicht die ganze Zeit da sein und dann geht das Spiel nicht weiter.
Ich probiere mal gerade, was passiert, wenn ich E drücke. Okay, wenn ich E drücke, zählt es scheinbar wie ein Treffer von einem Gegner. Das heißt, hier kann man nochmal diese liebliche Animation ansehen. Aber darum geht es ja hier nicht. Spielen wir einfach mal weiter. Also, Tipp, vielleicht am besten nicht unter einen Aufzug stellen, auch im echten Leben nicht empfehlenswert. Aber gut. Warte, was? Sehe ich das richtig? Wenn wir hier sind, passiert nichts. Aber wenn ich da bin, so, dann geht der Aufzug nicht weiter, wenn ich da drüber springe. Das ist ein interessantes Detail. Ich frage mich gerade zugegeben, wie das programmtechnisch kommt. Aber wir sind jetzt oben. Das ist ja schon mal spieltechnisch eine wichtige Sache. Und ich denke, hier, man sieht, was ich meine. Der Aufzug bleibt jetzt stehen, obwohl ich nicht drauf bin. Jetzt fällt er weiter. Und jetzt auch. Also ich frage mich ein bisschen, wie das kommt. Aber es ist ja nicht sonderlich wichtig. Der nächste Gegner ist der Slime-Mann oder so. Wenn du F3 drückst, F3, wirst du sehen, in welche Richtung und mit welcher Reichweite er guckt. Und wir sehen hier kleine Boxen. Ich will mal gerade gucken, was die Boxen bedeuten. Okay. Das bedeutet, das Ding hier ist scheinbar eine Art Debug-Modus, kann man das so sagen? Dass man also ein paar Zusatzinformationen vom Spiel aus sieht. Wie zum Beispiel hier, diese orange Linie hier ist, denke ich mal, wenn ich schieße. Was ich zufällig herausgefunden habe, ja. Shoot with LMB steht, denke ich mal, für linke Maustaste, also Left Mouse Button. Macht auch soweit Sinn, weil damit schießt man. Welche Überraschung. Also übersetzt, hier siehst du, wann der Gegner dich sehen kann und wann nicht. Schieß mit der linken Maustaste in die Richtung, in die du guckst, um ihn umzubringen oder zu töten halt. Schießen wir mal. Ja gut. Also scheinbar kann der Gegner durch die Tür sehen. Kann ich auch durch die... Ja gut. Komme ich durch die Tür vielleicht? Nein. Okay. Das bedeutet, durch die Tür kann man gehen und wird sozusagen auf die andere Seite geportet. Und ja. Man erkennt auf jeden Fall, dass es eine Tür sein soll. Das ist ja auch immer wichtig. Und dann warten wir mal, bis hier der Gegner... Ich sollte den Debug-Modus wieder ausstellen. Das macht es dann das Ganze ein bisschen normaler, wenn man so will. Also hier ist der Gegner, er macht scheinbar eine Schleimspur, wo man nicht rein darf. Was schwieriger ist, als ich erwartet hätte. Nicht wieder unter... Was ist das? Ich weiß nicht, ob... Moment, was? Der Gegner ist jetzt gestorben, obwohl ich selber auch gestorben bin. Okay, ich will mich nicht beschweren. Und scheinbar, was diese lilanen Punkte vermutlich waren, ist, denke ich, so eine Art Erfahrungspunkt oder so. Ich frage mich, wofür die am Ende da sind. Und jetzt sehen wir hier scheinbar einen weiteren Aufzug, der wohl nach unten fährt. Ja, er fährt nach unten. Hier kann es dann natürlich auch nicht passieren, dass er aus Versehen wieder auf mich drauf fährt und ich dann stecken bleibe. Und jetzt haben wir hier wieder einen Checkpoint. Und wir sehen eine Kiste. Die Kiste wird sich scheinbar öffnen, nachdem wir sie berührt haben oder halt dahin gekommen sind. Und es werden drei Karten über mir sein. Was? Kiste? Das sind also Karten, okay. Nachdem du weißt, welche Karte du wirst,
welche Karte du willst, nehme ich an, dann müsste da One stehen, glaube ich. Ach so, Wild Shoes. Entschuldigung, doch alles passend. Also nachdem du weißt, welche Karte du nehmen wirst, klick die Karte an. Das heißt, jetzt brauchen wir auch die Maus. Diese Karte so oft anklicken, wie ich kann. Ja gut. Jetzt ist hier scheinbar Zeug. Hallo, kann mal bitte schneller. Okay, jetzt haben wir also scheinbar mehr Munition. Das heißt, wenn man so eine Kiste kriegt, kann man sich Karten aussuchen wohl, durch die man dann kleine Extras kriegt. Wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. Ist, denke ich, ein nettes System. Und ja. Dann gehen wir mal weiter. Willst du weiterlaufen? Dann schieß auf den Schalter hier. Das ist scheinbar ein Schalter. Um die komische rote Wand wegzukriegen. Schießen wir mal auf den Schalter. Den Schalter kann man wohl nur in eine Richtung schießen und man kann auch durchgehen. Okay. Schießen wir mal in die Richtung. Okay. Ich hätte es tatsächlich als schönes Detail gefunden, wenn man hier beim Schalter, wenn man halt von links schießt, wenn man ihn dann halt nach rechts geschaltet hätte. Und umgekehrt, wenn man von rechts schießt, dass man ihn dann nach links schaltet, weil das ja quasi mehr oder weniger halbwegs logisch wäre. Und ja, aber so funktioniert das auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, bisher sieht das Spiel vom Grafikstil her sogar ziemlich stimmig aus. Also alles, was ich bisher fabriziert habe, sah deutlich weniger gut aus. Also da wurde sich scheinbar auf jeden Fall Mühe gegeben. Und ja. Nur scheinbar ist hier bei diesem Männchen so eine, ich meine, das nennt sich Anti-Aliasing, also dass hier die Pixel und der Hintergrund so ein bisschen angeglichener werden. Das ist bei den anderen jetzt nicht. Das ist so das Einzige, was mir ein bisschen auffällt. Was man vielleicht noch meiner Meinung nach verbessern könnte. Aber gut, machen wir weiter. Hier sind jetzt rote Teile mit irgendwas. Ach so, man soll auf die Bombe schießen, die scheinbar hier ist, im Glaswürfel, also einmal hingeschossen. Und scheinbar können die Glaswürfel zerbrechen langsam mit der Zeit. Ich würde jetzt auch gerne den unteren treffen, aber ich kann mich, glaube ich, soweit ich weiß, nicht ducken. Ja, also man schießt jetzt hier drauf. Nach 3 Schüssen ist ein Glaswürfel wohl kaputt. Und dann, ich hoffe, es wird nicht allzu laut, schießen wir mal auf die Bombe. Und sehen einen lieblichen Pixel-Effekt, der wohl eine Rauchwolke darstellen soll, die ziemlich groß war. Gut, gehen wir mal weiter nach. Hallo, ich würde gerne hier abspringen. Gut, so jetzt geht's. Ich hatte gerade scheinbar ein paar Schwierigkeiten abzuspringen, aber soll wohl passen. Schießen wir hier auch und sehen dann wieder die liebliche Rauchwolke, die scheinbar sogar einen kleinen Transparenzeffekt hat. Und hier können wir nicht drüber hüpfen. Schade eigentlich, dabei habe ich das doch gerade eben erst frei gesprengt. So, machen wir weiter. Das war das Tutorial, ich hoffe, du mochtest es. Ja, war auf jeden Fall nett. Und dann liebliche Werbung. Werbung mehr oder weniger, man hat das Spiel ja eh schon, aber man soll halt Feedback dalassen, so wie ich das hier verstehe. Könnt ihr übrigens unter diesem Video in den Kommentaren logischerweise auch gerne machen. Einmal meinem Kanal zuliebe, wenn man alles so ehrlich sein darf, und natürlich auch dem Spieleentwickler zuliebe, weil ich mir denke, dass er gerne Feedback haben möchte.
Gut, dann gibt es hier jetzt Leitern. Und man kann scheinbar mit Rechtsklick auf die Leitern drauflaufen. Man kann ein bisschen in der Luft schweben, wenn man das denn möchte. Also Leitern sind sozusagen eine Art alternativer Boden, wenn man so will. Man muss also hier nicht irgendwie nach oben drücken oder so. Man kann aber tatsächlich auch nicht springen, während man auf einer Leiter ist. Und ja, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Und wenn man oben von so einer Leiter runtergeht, dann fällt man wieder runter. Auch gut zu wissen. Okay, da hat es gerade scheinbar ein bisschen gehakt. Aber das Ganze hier ist ja auch noch eine Alpha-Version. Also von daher passt das. Man kann übrigens hier mit den Leitern dann über Sachen rüberkommen, wo man sonst nicht drüber käme. Und jetzt wird gesagt, um das Tutorial zu beenden, lauf rechts aus dem Level. Und wir sind rechts aus dem Level und sind bei den Einstellungen. Okay, machen wir jetzt mal auf Play. Das ist scheinbar dann das richtige Spiel, wenn man so will. Und hier sind wir dann erstmal draußen. Haben hier ein bisschen Gras, wo wir hinterherlaufen können. Was allerdings ein bisschen abgehackt aussieht, genauso wie die ganzen Bauteile, wenn man die so nennen darf. Aber vom Prinzip her sieht es vom Stil her ganz nett aus, auf jeden Fall. Jetzt fliegt hier Erfahrung durch die Luft. Also, die sucht sich scheinbar immer den direkten Weg zu einem. Und da oben komme ich. Ach, da waren Stacheln. Okay, gut. Macht Sinn. Jetzt bin ich runtergefallen. Und weiß nicht mehr, wo ich bin. An der Stelle wäre es vielleicht eine Idee, wenn man einfach so eine Art Sichtkegel innerhalb der Wand hätte. Ich kenne das persönlich hier von New Super Mario Bros. Wii. Da gab es ja auch solche Abschnitte, wo man in den Untergrund oder in die Erde halt rein konnte. Und da sah man halt trotzdem noch die Figur. Nur halt so, dass man sozusagen einen Sichtkegel hatte, wo man so wie durch einen Scheinwerfer sozusagen durchgucken konnte. Weil so weiß man jetzt halt gar nicht, wo man ist. Ich hoffe, hier unten sind keine Gegner. Und ich springe einfach immer dann, wenn ich nicht weiterkomme. Und ja. Jetzt müssen wir also hier unten lang. Einmal hüpfen, nochmal hüpfen. Und wir sind hier bei der Tür, porten uns jetzt wieder durch, dürfen nicht auf den Schalter, sondern müssen auf dieses Teil hier, was auch immer das ist. Und haben hier zwei Kisten. Wir müssen vermutlich wieder auf die Karten klicken, ganz oft. Und dann haben wir noch eine Kiste, klicken wir nochmal auf die Karte. So, und was nun? Oder war das hier quasi so eine Art Bonus? Wenn es eine Art Bonus war, ist es auf jeden Fall gerechtfertigter, wenn es im Untergrund ist. Auch wenn ich mich gerade frage, wie ich wieder zurückkomme, muss ich wohl die Stacheln runterfallen lassen. So, und nun muss ich hier oben durch. Das hat auch erstaunlich gut geklappt, finde ich. Und ich habe meine Taktik von eben dann wieder verwendet. Und zwar einfach den Gegner getötet und dann selber gestorben, weil es gibt ja hier scheinbar keine Leben. So, dann hier wieder Stacheln. Und ich denke mal, ich werde nach diesem Level auch erstmal für dieses Video aufhören. Was vielleicht ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie gut lösbar ist. Aber wenn ich hier gegen die Stacheln renne und dann hier wieder starte und gerade am nach rechts laufen war, dann laufe ich ja an der Startposition direkt weiter. Und wenn da dann gerade irgendein Gegner ist oder so, dann laufe ich da auch wieder direkt rein und bin sozusagen in
quasi in einer Schleife sozusagen gefangen. Mir fällt tatsächlich auch gerade keine Möglichkeit ein, wie man das gut umsetzen könnte, dass das nicht so wäre. Eventuell einfach mit ein bisschen warten, bis man wieder loslaufen kann, auch wenn das nach einer Weile vielleicht nervig würde. Also, ich weiß nicht, wie man es besser machen könnte, aber vielleicht ginge das ja. So, also hier durchlaufen. Dann über die Stach. Okay, wieder nicht geklappt. Schade. Hier wieder drüber. Okay, man muss scheinbar direkt in der Lücke landen. Ist vielleicht ein bisschen schwierig fürs erste Level. Aber es ist ja auch im Grunde das zweite, weil man hatte ja vorher schon das Tutorial. Ich probiere das jetzt mal einfach noch eine Weile. Jetzt muss ich hier diesen Gegner probieren auszuschalten, ohne selber dabei zu sterben. So, schön viel Erfahrung. Über diese Stacheln drüber. Und dann sind da Stacheln rund. Das war nicht so clever. Okay, probieren wir, ob wir es nochmal schaffen. Wenn nicht, probiere ich es einfach noch dreimal und dann ist das Video hier auch zu Ende, weil ich habe keine Lust, hier die ganze Zeit immer rumzuprobieren. Okay, hat geklappt. Jetzt zu der Leiter. Ich nehme an, man muss einfach springen und nach rechts drücken, dann ist man hier hinter einer Zinne, wenn man so will. Also, man sieht schon, diese Elemente können sowohl Vorder- als auch Hintergrund sein. Was vielleicht ein bisschen verwirrend sein könnte, eventuell. Aber es ist auf jeden Fall von der Idee her ganz nett. Und hier kommt jetzt noch ein Schuss von dem Gegner. Gut, okay. Ich würde aber sagen, das reicht jetzt für den ersten Einblick in das Spiel. Vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal weiter, keine Ahnung. Hier kommt meine schöne Erfahrung hin. Ich versuche mal gerade hier aus dem Spiel wieder rauszugehen. Escape. Blablabla, steht nirgendwo was von wegen zurückgehen. Mit der Zurücktaste vielleicht? Oder mit... Nee, mit Q nicht. Wie komme ich wieder aus dem Spiel? Ja gut. Das ist F5. Okay, steht ja hier unten sogar. F5. Und wir sind wieder im Hauptmenü. Gut, okay, dann würde ich sagen, war es das soweit zu diesem etwas spontaneren Video. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch. Ich hoffe, der Spieleentwickler hat was draus mitnehmen können für die weitere Zukunft des Spiels. Du kannst mich auf jeden Fall gerne anschreiben, wenn es eine neue, zeigenswerte Version gibt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ja.